Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video in meiner Challenge zu mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein. Das ist hier ein Video. Zu diesem Thema wurde ich sehr oft gefragt in letzter Zeit. Es war auch so ein bisschen ausschlaggebender Punkt, die Challenge zu machen. Und zwar ist das Thema, wie erziehe ich denn selbstbewusste Kinder oder wie verhelfe ich meinen Kindern zu mehr Selbstbewusstsein? Und das erste ist, wir sind Vorbild. Wir zeigen, wie es geht. Deswegen ist der erste Schritt immer an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, um es so deinen Kindern besser vermitteln zu können. Und ich möchte in diesem Video so ein paar Gedanken mit dir teilen, wie du deine Kinder zu mehr Selbstbewusstsein erziehen kannst, hinführen kannst. Eine ganz, ganz wichtige Aussage ist so, ich bin wunderbar und niemand ist so wie ich. Das ist etwas ganz Wichtiges, was ihr euren Kindern vermitteln solltet, dass jedes Kind einzigartig ist, auf seine besondere Art und Weise. Fakt ist auch, starke Kinder haben starke Eltern. Selbstbewusste Kinder haben selbstbewusste Eltern, weil wir ihnen das vorleben, weil wir ihre Vorbilder sind. Und da ist ein wichtiger Schritt tägliche Anerkennung, tägliche Zuneigung. Wir sagen jetzt erstmal so im ersten Moment, ja, ist doch total logisch, aber achtet mal darauf. Schenkt ihr euren Kindern wirklich jeden Tag Anerkennung, auch für die kleinen Dinge, für die selbstverständlichen Dinge. Wichtig ist auch, die Meinungen eurer Kinder anzunehmen und sie auch tatsächlich ernst zu nehmen. Ja, es sind nur Kinder, aber auch sie sind Menschen, auch sie dürfen eine Meinung haben, auch sie müssen ernst genommen werden. Und das stärkt ihr Selbstbewusstsein, wenn sie merken, dass wir sie und ihre Bedürfnisse und ihre Meinungen auch wirklich ernst nehmen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass optimistische Eltern, die auch in schwierigen Situationen immer zuversichtlich, immer stark sind und die das auch ihren Kindern vermitteln, einfach weil sie es ihnen vorleben. Ein schöner Punkt ist hier zum Beispiel auch ein Ehrenamt zum Beispiel. Also wenn du ehrenamtlich tätig bist, mit deinen Kindern auch darüber zu sprechen. Es zeigt, dass du eine optimistische Person bist, eine hilfsbereite Person bist. Das stärkt dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, das sehen deine Kinder. Ermutige deine Kinder auch dazu, eigene Lösungen zu finden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist manchmal nicht so einfach. Man ist schnell mal so dieses, ach komm, ich mach das schnell für dich. Ach komm, ich helfe dir schnell. Aber lasst sie eigene Lösungen für Probleme finden. Ihr kennt vielleicht den Klassiker, die Kinder krabbeln auf ein Klettergerüst hoch und stehen dann oben und sagen so, jetzt musst du mir runterhelfen. Lasst sie mal erstmal eigene Lösungen finden. Lasst sie eine Lösung für das Problem finden, wie komme ich jetzt gefahrlos von diesem Klettergerüst runter. Seid immer dabei, bietet immer jederzeit eine Hilfestellung, aber lasst sie im ersten Schritt eigene Lösungen für ihre Probleme finden. Das stärkt einfach ihr Selbstbewusstsein. Sie wissen dann, ich kann meine Probleme selbst lösen. Und das ist auch schon ein weiterer schöner Punkt. Vertrau deinen Kindern und trau deinen Kindern auch etwas zu. Trau ihnen zu, dass sie Dinge schaffen können. Auch wenn du denkst, nee, das kann die noch gar nicht schaffen. Lass sie es doch einfach ausprobieren. Und jetzt möchte ich dir nochmal gebündelt gerne 10 Tipps mit an die Hand geben, wie du deine Kinder selbstbewusster erziehen kannst. Der erste Punkt ist ganz simpel. Liebe dein Kind. Zweitens, sieh dein Kind immer positiv. Dein Kind ist zum Beispiel keine Quasselstrippe, sondern es ist sehr kommunikativ. Drittens, respektiere die Gefühle deines Kindes. Auch wenn du sie manchmal nicht nachvollziehen kannst, respektiere diese Gefühle. Sorge dafür, dass deine Kinder ihre Gefühle nicht unterdrücken. Lass diese Gefühle da sein, respektiere sie. Der vierte Punkt ist dieses Glaube an dein Kind und trau ihm auch etwas zu. Der fünfte Punkt ist, verpass deinen Kindern keine Labels. Also du bist eine Heulsuse, du bist ein Tollpatsch. Mach das nicht, das brennt sich in deinen Kindern ein und dann denken die, ja okay, ich bin eine Heulsuse, ich bin ein Tollpatsch. Und dann leben die auch danach und dann ziehen die alles an. Und dieser Glaubenssatz bestätigt sich dann immer wieder. Also verpasst deinen Kindern bitte keine Labels wie Heulsuse oder Tollpatsch. Der sechste Punkt ist, gönn deinen Kindern Erfolgserlebnisse. Also lass sie Dinge selber machen, lass sie Lösungen finden. Auch wenn es manchmal länger dauert, wenn die sich halt die Schuhe alleine zu binden. Aber gönn ihnen diese kleinen Erfolgserlebnisse. Der siebte Punkt ist aber wiederum, verlange auch nicht zu viel von deinem Kind. Versuch da immer ein gesundes Mittelmaß zu finden von, das können sie tatsächlich schon schaffen, hin zu, ja, das ist eine kleine Herausforderung, aber machbar. Also verlang auch wirklich nicht zu viel von ihnen. Sie sollen sich nicht überfordert fühlen oder sie sollen nicht
das Gefühl bekommen, immer Unmenschliches erreichen zu müssen, um dir zu gefallen. Lass deine Kinder kreativ sein. Und nicht nur im Sinne von, lass sie malen und kneten. Ihr kennt bestimmt alle diesen Ausspruch, das geht doch gar nicht. Lass sie das allein herausfinden. Lass sie vielleicht auch eine unglaublich kreative Lösung dafür finden, von der du vielleicht sogar überrascht bist. Achte darauf, dass du nur Fehlverhalten wirklich tadelst und dass du immer schaust, dass du vermittelst, ich hab dich lieb, auch wenn ich schimpfe. Also es ist schon so, man kann seinen Kindern nicht alles durchgehen lassen, man muss manchmal schimpfen, aber vermittelt dabei das Gefühl, ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn ich manchmal schimpfen muss. Das ist ganz, ganz wichtig für Kinder. Und der 10. Punkt ist, Selbstvertrauen stark reden. Also wie du dich artikulierst, wie du mit deinen Kindern sprichst, wie du sie ermutigst. Du sprichst, du redest ihr Selbstvertrauen dadurch automatisch stark. Das waren jetzt abschließend nochmal 10 Tipps, kurz und knackig zusammengefasst, wie du deine Kinder selbstbewusst erziehen kannst. Und da ist vieles davon einfach total logisch und total simpel in seinen Alltag zu integrieren. Es ist gar nicht so schwierig und kompliziert, wie wir das manchmal einfach denken. Wenn du dich nach dieser Woche nun mit mir, gerne mit dir selbst, mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Bauchgefühl jetzt näher auseinandersetzen möchtest, mehr Übungen machen möchtest, das stärker in deinem Alltag integrieren möchtest, dann habe ich jetzt folgendes Angebot für dich. Und zwar gibt es ja schon seit einigen Monaten meinen Audiokurs mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Und den möchte ich dir jetzt gerne eine Woche lang wieder zum reduzierten Preis von 9 € statt 19 € anbieten. Also wenn dich die Challenge so ein bisschen gereizt hat, da mehr machen zu wollen, mehr dran arbeiten zu wollen, dann gönn dir jetzt diesen Kurs für nur 9 €. Eine Woche lang gilt dieses Angebot. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Du lernst in diesem Audiokurs, warum du wenig Selbstvertrauen hast und dass das nicht allein deine Schuld ist. Du lernst auch, wie dir egal wird, was andere über dich denken. Du lernst auch wieder auf dein Bauchgefühl zu hören und dadurch gelangst du zu neuer Stärke. Meine Audiokurse, die sind für Selbstlerner erschaffen. Das heißt, ihr könnt selbst bestimmen, wann und wo und wie lange ihr das macht. Es ist immer alles ganz kurz und knackig gemacht, nicht viel Rumgelaber, sodass ihr in kurzer Zeit viel erreichen könnt, wenn ihr euch das anhört, die Übungen macht und das in euren Alltag integriert, über einige Dinge auch einfach nachdenkt, euch öffnet, vor allen Dingen für euer Bauchgefühl. In dem Kurs bekommt ihr mit ein 30-seitiges Workbook, wo ihr die Übungen direkt drin mitmachen könnt. Ihr bekommt Meditationen und Übungen. Ihr bekommt ganz, ganz viel Input zum Nachdenken und wundervolle, inspirierende Interviews. Ich lege euch das sehr ans Herz, wenn ihr jetzt gemerkt habt, okay, das ist ein Thema, da möchte ich wirklich tiefer reinsteigen. Ich möchte da mehr über mich lernen, ich möchte da mehr dran arbeiten und ich möchte vor allen Dingen ein selbstbewusstes Vorbild für meine Kinder sein, damit auch meine Kinder später mal selbstbewusste Erwachsene werden. Ich danke euch sehr für eure zahlreichen Teilnahmen an der Challenge. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Audiokurs und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.